Drop it. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus Berlin. Und zwar von der Kartbahn MobiKart. Da war ich mit dem Jens, wir haben einfach mal ein paar Runden gedreht und alles weitere, was wir noch so an dem Tag gemacht haben, erzähle ich euch gleich. Das kann lustig werden. Ja. Aber ich muss sagen, in einem sehr guten Zustand. Hey, der ist noch mega gut. Ja. Nur in abgefahren. Wir haben sie zu spät gedreht. Ja. Das sind auch Weber-Reifen, ne? Aber ja. Es sind die harten. Das sind aber die harten, ja. Ja, Jens sagt oha, weil seine Reifen noch sehr, sehr gut sind. Quasi wie neu. So, jetzt zeigt er uns oder mir einmal, dass da noch ein paar Rekorde dran stehen. No, und wir waren ja oder sind immer auf Rekordejagd, wenn wir auf fremden Strecken sind. Ob wir es geschafft haben, seht ihr gleich, aber ihr habt schon mitbekommen, die nette Frau hat ja schon von Kiddies gesprochen. Und zwar haben wir da, ja, eine Kindergeburtstagsgruppe, die mit uns gefahren ist, beziehungsweise wir sind mit denen gefahren. So ist ja richtig. Die waren schon ein bisschen länger angemeldet als wir. Aber war uns egal, wir wollten da ein paar Runden drehen und das haben wir dann auch getan. So, jetzt fahren wir mal mit Jens mit. Das ist die erste Runde. Reifen natürlich noch eiskalt. Deswegen waren wir ein bisschen am Rumrutschen. Und die zweite Rundenhälfte gehört mir. Das fahren wir einmal mit mir mit. Dann haben wir hier eine 180-Grad-Kurve. Also für mich ist das erste Mal übrigens auf der Strecke. Jens war schon mal da. Hat er gerade auch da in dem Video schon erwähnt. Das heißt, er müsste eigentlich wissen, wie das da läuft. So, das war auch schon die Runde. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen, ja, was wir da für Spaß hatten. Jens gleich zweite Runde. Vollspeed an den Kindern vorbei. Ist wie Slalom fahren und hier will er reinstechen. Und bleibt direkt mal hängen. So, das Ganze nochmal aus meiner Sicht. Ich war nämlich direkt dahinter und so sah das für mich aus. Dachte ich mir nur, das geht gut los hier. Genau, übrigens soll man bei Gelb stehen bleiben. Das ist bei MobiKart da so. Und ich habe gerade gesehen, das Kind ist an mir vorbeigefahren. Schönes Bild gewesen. So, genau. Jens hat den Zeigefinger bekommen, von wegen du, ja, ein bisschen mehr aufpassen, aber gar kein Problem, da konnte er auch in dem Moment nichts machen, das Kind halt rübergezogen, aber ja klar, unsere Karts, die wir da hatten, waren deutlich schneller als die Kinderkarts, die da gefahren sind, müssen wir halt ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, so wie hier. Nichtsdestotrotz haben wir die ganze Zeit versucht, irgendwo eine freie Runde hinzubekommen. Ob uns das noch gelungen ist, schauen wir gleich. Wir sind 25 Minuten gefahren am Stück, also keine 30, wie es im Kartcenter Rostock üblich ist an dem Tag. Da dieses Geburtstagsspecial oder was das da ist, hatte ich jetzt nicht weiter nachgefragt. Aber ich kann ja MobiKart einmal in die Kommentare schreiben, was das für ein Angebot ist. Da gab es halt 25 Minuten am Stück. So, und es gab keinen Moment, wo wir uns nicht vorbeischlängeln mussten. Netterweise wurde übrigens den Kindern gesagt, dass sie immer sich rechts halten sollen. Das macht es uns natürlich auch relativ einfach.
mit dem Vorbeifahren. Weil wir dann wussten, in etwa wussten zumindest, wo sich die Kinder immer hinplatzieren, wenn wir da angefahren kommen. Hat aber leider nicht immer geklappt. Na, wie ihr hier seht. Aber es war ein gutes Reflexe-Training, das muss man sagen. Ja, gute Reaktion, geübt, weil man wusste nie, was kommt. So, jetzt Jens direkt hinter mir, jetzt hätte er mich fast weggeräumt. Und jetzt hat er das ausgenutzt, dass ich da ein bisschen gepennt habe. So, gelb, immer stehen bleiben und Jens fährt einfach weiter da vor mir. Dann brüllt einer und jetzt hat er es auch gemerkt. Ja, bei uns im Kartcenter ein bisschen anders. Aber das soll auch jede Bahn so machen, wie sie es für richtig halten. Das ist so. So, Jens wurde wieder mutiger. Und das sieht man auch. Wurde wieder knapp. Aber ging ja nochmal gut. Ihr werdet auf jeden Fall gleich nochmal... Oh Gott. Ja, auch ich habe mich mal verschätzt hier. Aber zum Glück nichts passiert. Noch gerade so halbwegs zum Stehen gekommen. Habe mich auch sofort entschuldigt. Und dann sogar nochmal bei den Rennleitern entschuldigt. Das war ja so nicht geplant. Genau, was ich sagen wollte eben, dass wir gleich nochmal die jeweils schnellste Runde sehen. Hier zeige ich den Du-Du-Du-Finger jetzt mal wieder in Richtung Jens. Also diesmal von mir und nicht von der Rennleitung. Jetzt habe ich ihn auch vorbeigelassen, damit er mir nicht nochmal drauf fahren kann. An dem Tag haben wir übrigens eine Berlin-Tour gemacht, zumindest war das der Plan. Heißt, Jens und ich sind nach Berlin gefahren aus Rostock und wollten alle drei Berlin-Strecken mitnehmen. Zwei davon haben wir geschafft, bei einer waren wir noch, also bei einer dritten konnten wir leider nicht fahren, weil die ausgebucht war und wir zu spät reserviert hatten. Geht auf meine Kappe, aber haben dafür eine Alternative gefunden. Und zwar sind wir danach noch nach Stettin gefahren. Welches allerdings die zweite Strecke war in Berlin, erfahrt ihr in ungefähr zwei Wochen. Verrate ich euch jetzt noch nicht, aber könnt ihr euch gerne darauf freuen. Ja, ständig haben wir versucht, irgendwelche Lücken zu finden. Wir haben sie natürlich auch mal gefunden, aber an eine sehr, sehr schnelle Runde war dann natürlich nicht zu denken. Ja? Aber es hat so viel Spaß gemacht und auch ein großes Lob an die Kinder, dass sie sich größtenteils zumindest dran gehalten haben, sich rechts gehalten haben und auch so umsichtig waren, dass sie uns relativ schnell vorbeigelassen haben. Ging natürlich nicht immer, ist klar, weil kann man sich auch vorstellen, wenn wir da mit so viel Überschuss von hinten angeflogen kommen, das sind wir plötzlich dann hinter den Kindern und tauchen da auf. So schnell können die gar nicht gucken. Teilweise, ne? Und den Umständen nach haben sie es sehr gut gemacht. So, hier war wieder Reaktionstraining. Ich finde, solche Momente machen richtig viel Spaß. Deswegen fahre ich auch sehr gerne einfach mal mit Tickethunden mit. Also mit normalen Leihkunden. Weil da weißt du nie, was kommt und was passiert. Es macht so viel Spaß. Muss man sich aber auch im Klaren sein, dass man dann nicht auf die Bestzeit gehen kann. So, jetzt habe ich mittlerweile auch Jens wieder eingeholt. Der hing ein-, zweimal öfter fest als ich. Deswegen kam ich da wieder ran. Und jetzt konnte ich einmal sehen, wie er so fährt. Und dann sieht man hier, dass er einen größeren Bogen gefahren ist, zumindest in der Runde.
und ich, wie viel näher ich hier komme, weil ich auch später gebremst habe. War schon ganz zufrieden mit meiner Leistung, muss ich sagen. Zumal Jens ja da war vor ein paar Monaten oder ein halbes Jahr vorher und ist mit dem Racing-Team vom Kart Center Rostock da gefahren. Und da hat er gewonnen. So. Das ist jetzt Jens seine schnellste Runde. Haben wir denn doch mal ein, zwei freie Runden hinbekommen. Und mal schauen wir jetzt einmal, wie er das hier gemacht hat. Dann lasse ich euch einmal kurz alleine mit. Und ihr seht die Zeit oben links eingeblendet, 32.627 und ihr habt die Rekorde vorhin gesehen. Wir hätten eine 30.9 fahren müssen. Also überhaupt nicht dran zu denken, da einen Streckenrekord zu fahren. Zumal MobiCard natürlich auch aktive Fahrer hat und an den Zeiten ranzukommen, das wäre schon Weltwunder, wenn man ehrlich ist. So, jetzt lässt Jens mich hier vorbei und jetzt schauen wir mal rein in meine schnellste Runde des Tages. Hier leider nochmal angeeckt, 1-2 Meter dadurch verschenkt, aber sehr spät hier gebremst. Dadurch habe ich natürlich noch ein bisschen Zeit gewonnen. Ja, und bin eine 32,5 gefahren. Das hat wahrscheinlich am Ende auch den Unterschied zu Jens gemacht. Auf der Strecke war ich jetzt nicht wesentlich schneller als er. War ganz lustig. War ganz lustig. Genau, war ganz lustig, sage ich. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Hat so viel Spaß gemacht, dass wir sogar noch überlegt hatten, nochmal zu fahren. Ja, aber leider gab es keine Termine mehr an dem Tag. Holen wir auf jeden Fall nach. So, dann dürfen wir jetzt aussteigen. Das ist ja mal eine coole Strecke. Also ich würde nochmal fahren, wenn du willst. Ist geil, ne? Ja. Ist gut, ja. Machen wir. Ja, aber ist die Frage, ob wir dürfen. Kann ja sein, dass voll ist. Ja, Fragen natürlich. Aber geil ist, dein Unfall ist mit drauf. War ja direkt vor mir. Ja. Wollte da noch reinstechen. Aber du warst mutiger am Anfang. Dann habe ich nachher nachgemacht und dann kam ich wieder ran. Ja, du warst am Ende noch vor mir. Du bist dann eine Zehntel schneller gefahren als ich. Wo sieht man das denn? Da. Geradezu, da siehst du aber beim Fahren. Ich bin eine 62, du eine 51. Den hätten wir mal behalten. Dankeschön. Nee, stimmt, dann bist du. Ja, ein Zehntel habe ich dir abgenommen. Das war die letzte Runde bei dir nochmal gefühlt. Wo sieht man das denn, welche das war? Ah. Ja. Ja, bei dir doch auch relativ spät. Ja. Das war, wo wir beide, glaube ich, hintereinander gefahren sind. Und als ich. Und dann war ich die Runde hinter dir und dann dachte ich, das ist normal, deswegen bin ich gestochen, aber war nicht richtig gestochen. Aber schade, dass das keine Namen stehen, ne? Ja. Hat er ihn wieder geschlagen. Aber guck mal, wie weit wir weg sind. Von den allerbesten Zeiten her. 1,5 Sekunden noch weg. Aber haben die Jungs gut gemacht? Ja, die haben versucht, wenigstens rechts zu bleiben, wenn ihr vorbeifahrt. Ja, das haben die gut gemacht. Ich meine, einmal ging es leider schief, aber... Ja. Aber habt ihr ihn gerammt? Er hat einfach rübergezogen, dann kam er nicht mehr durch. War nichts Schlimmes. War nichts Schlimmes. Habt ihr ja super gemacht, hab ich gehört. Ja? Ja, witzig, genau. Die Kette haben auch gut Platz gemacht. Also so nicht. Die haben echt nach hinten geguckt und sind zur Seite gefahren. Sehr schön. Kann man nicht meckern. Also haben wir euch das leicht gemacht. Jo. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da. Nächste Woche kommt das nächste Video. Dann auch endlich das Clubrennen, was jetzt alle erwartet hatten heute. Guckt gern noch eins meiner anderen Videos, sind genügend da. Habt Spaß, wir sehen uns. Bis dann.